Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Black Varus. In diesem Video stelle ich euch mal meinen Server nightlife.net vor. Der Server ist ein City-Build-Server gemischt mit aufregenden Minigames, einer riesengroßen Farmwelt, Jobs und noch andere coolen Features. Lasst natürlich gerne ein Abo auf meinem Kanal da, denn 89% von euch haben noch nicht abonniert. Und der Abo-Button hat jetzt eine coole Animation, also klickt auf jeden Fall mal drauf, aktiviert natürlich auch die Glocke, lasst einen Daumen nach oben da, teilt das Video auf jeden Fall auch an eure Freunde. Wenn die mal einen coolen Minecraft-Server suchen, schreibt gerne einen Command, Add-on oder auch einen Seed-Vorschlag für kommende Videos in die Kommentare. Joint mein Discord zu dem Minecraft-Server, folgt mir natürlich gerne auf TikTok und auf Twitch. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Had to cut her off, it was painless. Show me fake love, it was shameless. I should've known that we would never make. Wie kommt ihr denn jetzt eigentlich auf meinen Server? Das erste, was ihr macht, ist, ihr klickt auf Spielen, dann auf Freunde und dann auf Realm beitreten. Und da gebt ihr einfach den Realm-Code ein, den ihr in den Informations-Channel weit oben, also das ist in der Minecraft-Server-Kategorie, auf meinem Discord-Server, da gibt es einen Informations-Channel, ich blende hier mal ein Bild ein. Und da könnt ihr den Realm-Code dann rauskopieren, hier einfügen und dann einfach beitreten drücken. Und dann kommt ihr auf jeden Fall schon mal auf den Nightlife-Server. Wie das da jetzt aussieht, zeige ich euch mal jetzt. Wenn ihr den Server das erste Mal betreten habt, seht ihr erstmal den Spawn. Wir haben Shop, Minigames, Case Opening, Farmwelt, Neo City Build und hier auf jeden Fall das Starter Kit. Das würde ich euch empfehlen, an erster Stelle zu holen. Ihr geht dann hier ran, nehmt euch dann die ganzen Sachen raus, die ihr braucht. So, die füllen sich dann auch immer nach. Also wenn eure Rüstung kaputt geht, könnt ihr euch die immer wieder neu holen. Ich bin jetzt noch im Game Mode, aber das ist ja nicht so wild. So, dann könnt ihr das halt rausnehmen, was ihr braucht. Und ihr habt auf jeden Fall diese Uhr im Inventar. Das Zahnrad habt ihr nicht. Das ist nur für Teammitglieder. Aber diese Uhr habt ihr. Was da drin ist, zeige ich euch gleich. Aber so sieht im Prinzip der Spawn aus. Hier gibt es auch noch, das ist hinter dem News-NPC, gibt es noch die Teamler. Also hier könnt ihr reingehen und könnt dann hier auf jeden Fall unsere Teammitglieder sehen. Da unter anderem haben wir Lea, unsere Administratorin. Einmal ich. Und einmal unseren Supporter, den lieben Mofire. Falls du Lust haben solltest, ein aktives Mitglied in unserem Team zu werden, dann join auf jeden Fall mal gerne unseren Discord-Server und schreib eine Bewerbung. Die Bewerbung gibt es im Ankündigungs-Channel. Man kann sich als Developer bewerben, als Builder und als Supporter. Die Voraussetzungen sind Mindestalter 15 Jahre und der Rest steht alles im Discord-Server. Also könnt ihr euch jetzt gerne bewerben. Das erste, was ich euch zeige, sind die News. Hier stehen immer Neuigkeiten drin über den Server. Hier ist jetzt halt nichts drin, also steht hier halt auch nichts. Aber wenn ein Update kommt oder ein Update gab, steht hier meistens bei News noch so ein Ausrufezeichen. Das heißt meistens, es gibt neue News sozusagen. Dann kommen wir zu dem ersten, was ihr machen solltet, und zwar euch ein Plot Claim. Das erste Mal, wenn ihr auf den Server kommt, kriegt ihr übrigens, das habe ich vergessen jetzt zu sagen, ein GUI mit Regeln. Die Regeln müsst ihr akzeptieren. Wenn ihr sie nicht akzeptiert, könnt ihr kein Plot Claim. Auf jeden Fall geht es hier dann zum City Build. Hier am Spawn stehen übrigens noch ein paar Ender Chests, falls ihr da irgendwas reintun möchtet. Ich habe natürlich hier ja nichts Besonderes drin, ne? Nur ein paar Portalblöcke, aber sonst eigentlich nichts. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt mal den City Build. Wenn ihr nun am City Build angekommen seid, werdet ihr einmal den Lobby Teleporter finden und einmal Plot Claim. Wenn ihr die Regeln akzeptiert habt, könnt ihr hier auf Plot Claim drücken und bekommt dann halt random ein Plot zugewiesen. Es kann ja mal das sein, mal das oder hier hinten zum Beispiel eins. Es ist immer unterschiedlich. Wenn ihr übrigens wissen wollt, wie man so ein Plot Claim System macht, klickt rechts oben auf das i, da ist das Video zu dem Plot Claim System auf jeden Fall verlinkt. Das Ganze funktioniert mit Commands und ohne Add-ons. Und so sieht bisher der City Build aus. Hier sind auf jeden Fall schon mal ein paar Plots. Hier ist zum Beispiel ein Plot von, weiß jetzt nicht, wir können ja mal kurz nachschauen. Von Luis. Hier können wir auf jeden Fall weiterfliegen. Der City Build wird, wie ihr seht, auch gerade noch erweitert. Es dauert halt allerdings nur etwas, bis wir da die Erweiterung hinzufügen. Hier ist zum Beispiel, das weiß ich, das ist von Lea, das ist von Mofire. Und das ist zum Beispiel mein kleines Haus. Das habe ich zum Beispiel gebaut und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Ihr könnt natürlich, wie gesagt, euch wird random ein Plot gegeben. Aber es wird in der Zukunft noch besseres Plot-Claim-System geben, womit ihr Leute auf eurem Plot trusten könnt, Danny könnt, also von eurem Plot bannen könnt, von eurem Plot kicken könnt. Es wird so viel noch möglich sein, zum Beispiel auch, dass ihr die Plotrenner bearbeiten könnt. Das wird zum Beispiel auch drinne vorkommen.
Wenn ihr euch nur einen Plot geclaimt habt, zum Beispiel das hier, könnt ihr hier alles machen, abbauen und auch platzieren, könnt ihr alles halt machen. Nur ihr müsst halt bedenken, das sage ich jetzt nochmal, damit es auch alle wissen, ihr müsst über eure Truhen Blöcke bauen, weil man kann leider immer noch im Adventure-Modus Kisten öffnen. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich würde es auf jeden Fall besser finden, wenn Microsoft da auf jeden Fall irgendwas einbaut, dass das nicht mehr möglich ist. Weil wenn ich jetzt im Game Mode 0 wäre, könnte ich einfach hier an Leas Kisten, hier sind zwar jetzt Blöcke drüber, aber ich könnte, oder besser gesagt, jeder könnte hier an ihre Kisten dran. Deswegen baut bitte, bitte immer Blöcke da drüber. Oder baut halt einfach so, wie Mofire es gemacht hat, baut einfach hier Blöcke für eure Tür, vor eure Tür, damit das halt dementsprechend nicht passieren kann. Was ich euch jetzt einmal vorstellen möchte, ist die Farmwelt. Die Farmwelt ist auf jeden Fall sehr, sehr groß und wird auch zeitnah wieder resettet. Also wir haben einmal Nether. Nether ist nicht interessant, das brauche ich nicht zu zeigen. Aber wir haben hier die Farmwelt. So, wenn ihr hier zum Beispiel spawnt, ihr seht schon, hier ist auf jeden Fall ein bisschen was abgebaut. Hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen Essen und Leder. Hat anscheinend gerade jemand erst gefarmt. Und ja, so sieht die Farmwelt aus. Sie ist richtig, richtig groß. Hier hinten gibt es auch Sand. Hier hinten gibt es auch irgendwo, genau, hier gibt es zum Beispiel auch, hier gibt's auch Custom-Strukturen. Da ist zum Beispiel auch irgendwie eine Truhe. Mal schauen, ob die schon gelootet wurde. Nein, wurde noch nicht gelootet. Also bei den Koordinaten, wer das Video sieht, kann gerne mal die Kiste looten. Hier gab es jetzt, glaube ich, keine Kiste, aber ein Spawner, ein Wüsten-Zombie-Spawner. Aber ihr seht auf jeden Fall, die Farmwelt ist riesig. Und die ist wirklich, hier könnt ihr so viel farmen. Mangrovenbäume, hier Cherry, dieses Cherryholz könnt ihr farmen. Wie ihr seht, die ganze Welt ist auf einer super flachen Welt. Als nächstes zeige ich euch mal den Shop. Und der Shop ist wirklich sehr, sehr interessant. Aber der Shop wird nochmal umgebaut. Also es gibt einmal Admin Shop, Block Shop und bisher allerdings nichts weiteres. Hier gab es noch Verkaufsshop, aber den gibt es jetzt nicht, weil man anderweitig Geld verdienen kann. Und hier ist der Block Shop. Ihr müsst natürlich hier nochmal beachten, dass euch direkt 6 Blöcke oder 6 Items von dem, was ihr kauft, hier in diesem Shop gegeben wird. Natürlich werden wir das noch anders machen, dass du dich einfach auf den Block stellst und dann dementsprechend die Items bekommst. Das wird allerdings noch kommen, aber ihr seht, hier oben ist zum Beispiel Holz, da sind zum Beispiel Erze, hier oben ist dann, was ist hier, Schleim und so. Und hier ganz oben ist dann zum Beispiel Glas und Beton. Hier ist Glas, seht ihr auf jeden Fall. Und auf jeden Fall könnt ihr hier wirklich alles kaufen, was ihr so braucht. Als nächstes zeige ich euch mal den Admin Shop. Im Admin Shop hat man nämlich viele, viele Möglichkeiten, die man, was man sich kaufen kann. Und zwar Totem, Spawner, hier seht ihr Dia und Emerald, Beacon, Netherite, OP-Gold, Apfel, hier Würderskelett, nee, nicht Würderskelett, Skelettkopf, Enchantment Table, Köpfe, hier zum Beispiel auch den Normal Case Key und den Premium Case Key und hier für 5000 so ein Nether Upgrade Teil. Zu den Case Openings kommen wir auf jeden Fall gleich auch noch, aber so sieht ins Prinzip der Admin Shop aus. Mehr gibt es hier noch nicht, aber es werden natürlich noch mehr Items folgen. Jetzt zeige ich euch auf jeden Fall mal die Minigames und da gibt es auch eine große Auswahl. Und zwar haben wir hier erstmal natürlich, nimmt keine Privat-Items mit in die Farmwelt. Also wenn ihr Items habt, hier gibt es Ender Chest, die Items könnt ihr dann da reinpacken, weil die Items sonst geklärt werden. Zeige ich euch auch gleich. Aber wir haben Free for All, Backrooms und Parkour. Backrooms brauche ich nicht zu zeigen, das ist einfach viel zu groß. Das kann ich nicht in dem Video zeigen. Aber zum Beispiel Free for All. Ich gehe rein, ihr seht, die Sachen wurden gelöscht und ich bekomme halt hier die Custom-Sachen. Dann könnt ihr runterspringen, einmal ins Wasser und könnt halt hier die Leute bekämpfen. Es wird später noch ein, also was heißt später, es wird im Laufe vom Server noch ein Scoreboard-System hier geben. Zum Beispiel, wer die meisten Kills hat, die meisten Kills hat, die meisten Tote, die höchste KD. Und ihr werdet auch mit der Zeit pro Kill Coins bekommen. Das ist allerdings jetzt noch nicht aktiv. So sieht hier die Arena aus. Die ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Und hier könnt ihr halt viele Leute bekämpfen. Und hier könnt ihr auch wieder zurückgehen zum Beispiel, um nach oben zu kommen. Wenn ihr natürlich rausgehen wollt, hier aus der Free-for-All, geht ihr hier wieder ganz einfach zur Lobby. Und jetzt zeige ich euch mal die anderen Minigames. Da haben wir unter anderem, wie schon gesagt, Backrooms. Aber das ist halt viel zu groß, das im Video zu zeigen. Und Parkour. Dann könnt ihr auf jeden Fall auch reingehen. Und ihr seht, es gibt einmal Easy, es gibt einmal Medium und es gibt einmal Hard. Es gibt bei jedem Schwierigkeitsgrad erst ein Level. Also bei Hard gibt es ein, bei Medium und bei Easy. Ich würde mal sagen, wir gehen mal bei zum Beispiel bei Easy rein.
seht dann, so sieht's aus. Hier könnt ihr dann einen kleinen Parcours machen. Zack, zack. Mal schauen, ob ich das jetzt hier schaffe. Mit First Try. So, und jetzt habe ich es auch geschafft und gehe hier durch und habe 10 Coins fürs Abschließen von dem Minigame bekommen. Lasst euch übrigens von der Spielerzahl nicht abschrecken. Klar, ich bin jetzt gerade der Einzige auf dem Server. Man muss allerdings auch dazu sagen, es ist relativ spät in der Nacht. Also es ist kein Wunder, dass jetzt gerade keiner da ist. Und natürlich, der Server ist noch lange nicht fertig. Für Leute, die nicht gespoilert werden wollt, spult einfach eine Minute weiter. Aber mein Server wird auf jeden Fall noch viele Updates bekommen. Also hier jetzt ein kleiner Spoiler. Es wird zum Beispiel in naher Zukunft, sogar in den nächsten paar Wochen, neue Minigames geben wie Bed Wars, Sky Wars, wahrscheinlich unseren eigenen Spielmodus Loot Wars. Loot Wars, kurz erklärt, es ist Sky Wars nur mit Betten, dass du halt respawnst. Es wird zum Beispiel OP Prison geben, es wird Skyblock geben, es wird so viele Sachen geben, es wird Ingame-Ränge geben, womit man zum Beispiel kosmetische Sachen freischalten kann oder Booster freischalten. Es wird einen Battle Pass geben. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr viel noch auf euch zukommen. Jetzt zeige ich euch mal die Case Openings. Wie gesagt, diese Case Keys könnt ihr euch im Shop kaufen. Wir haben einmal Normal Case, Premium Case und Daily Case. Öffnen wir mal die Normal Case. Hier seht ihr, kommt eine kleine Animation. Und ich habe jetzt 2 Smart daraus bekommen. Mehr habe ich glaube ich auch nicht. Nee. Dann gibt es einmal die Premium Case. Und hier bekommen wir jetzt 3 Endsteine. Das ist gar nicht so schlecht. Und die Daily Key, Daily Case, jetzt habe ich ein Schwert rausbekommen. Bekomme ich noch was? Oh ja, ein paar Diamanten. Die kann ich dann wieder verkaufen. Und, oh, sogar noch mehr. Also ihr seht, es ist immer random, was da rauskommt. So, jetzt habe ich zum Beispiel nichts mehr. Ja, jetzt habe ich zum Beispiel nichts mehr. Aber kann hier auch wieder zurück zur Lobby. Jetzt zeige ich euch mal unser Server-GUI. Unser Server-GUI ist wirklich sehr, sehr groß. Wir haben Lobby, Jobs, Freunde, TPA, Pay und Report. Lobby, ganz einfach gesagt, kommt ihr zur Lobby. Ich gehe mal ein Stück weg. Lobby, zack, seid ihr hier wieder und könnt dann halt so einfach von dem zu Spawn wechseln. Also wenn ihr in der Farmwelt seid, könnt ihr so ganz einfach zum Spawn wieder gehen. Dann gibt es zum Beispiel Jobs. Da gibt es einmal Holzfäller, Miner, Fischer, dann die Statistik und der Verkauf. Ich würde prinzipiell sagen, dass Miner das Beste ist, was es gibt. Das Zweitbeste würde ich so sagen, Fischer oder Holzfäller. Das ist beides eigentlich auf einer Ebene, aber Miner würde ich sagen, ist das OP-ste. Damit könnt ihr auch Holz verkaufen, wie gesagt, Erze und Stein und halt Fische. Wenn ich jetzt auf Miner gehe, dann kann ich zum Beispiel hier bei Verkauf raufgehen, bekomme dann hier eine Meldung, möchtest du wirklich alles verkaufen? Dann drückt ihr auf Ja und ihr seht in meinem Inventar, die Erze sind verschwunden und ich habe 48 Dollar bekommen. Und ihr könnt natürlich hier beim Job auch eure Statistiken sehen. Ihr seht, ich habe hier zum Beispiel, das ist schon richtig viel. Jeder Job hat allerdings auch einen Cooldown. Also ihr könnt 15 Minuten farmen und danach habt ihr einen 30 Minuten Cooldown. Das ist einfach so, damit nicht jeder unendlich Geld sich farmen kann. Deswegen haben wir so einen Cooldown eingefügt. Aber es gibt natürlich noch mehr in diesem GUI, was ich euch jetzt mal zeigen werde. Und zwar gibt es das Freunde-Menü. Ihr könnt Freunde zum Beispiel hinzufügen, die auf dem Server sind. Jetzt ist gerade keiner da und ich kann mir halt selber keine Freundschaftsanfrage schicken. Dann könnt ihr zum Beispiel Freundschaftsanfragen. Da seht ihr dann, wenn ihr Freundschaftsanfragen habt, könnt ihr die annehmen, ablehnen. Freundschaftsliste, da werden euch alle Freunde aufgezeigt, die sozusagen gerade auf dem Server sind. Dann gibt es zum Beispiel noch blockierte Freunde. Da könnt ihr sogar Freunde reintun, die ihr dann halt blockiert, die euch keine Freundschaftsanfrage mehr schicken kann oder so. Und im Chat wird übrigens auch, im Chat werden auch Freunde angezeigt. Also die haben dann ein kleines F. Dann gibt es allerdings noch die Einstellungen. In den Einstellungen könnt ihr anstellen, jeder kann mir FAs schicken. Wenn ihr den Switch nach links macht, ist es aus. Wie gesagt, wenn ihr den Switch nach rechts macht, kann euch jeder eine Freundschaftsanfrage schicken. Also der Switch ist ja jetzt aus, jetzt ist er an. Ich habe es halt ausgemacht. Und dann kommen wir auf jeden Fall mal zu den nächsten Sachen, und zwar TPA. Ihr könnt eine TPA senden an irgendwelche Spieler. Ich bin halt jetzt gerade der Einzige und ich kann mir selber keine TPA schicken. Ihr könnt die TPA annehmen, ich habe halt gerade keine offene. Und einstellen, wer von euch TPA senden kann. Also jeder kann mir TPA schicken, ist jetzt bei mir an. Das ist etwas komisch hier, ein bisschen buggy ist es noch. Aber jetzt sind TPAs an und jetzt werden TPAs halt aus. Aber wie gesagt, das ist jetzt an, das ist aus und jetzt ist es halt an und jeder kann mir eine TPA schicken. Aber ihr könnt natürlich auch blockierte Spieler. Ihr könnt Spieler blockieren, dass die euch keine TPA mehr schicken können.
Hier könnt ihr zum Beispiel dann auswählen, wen ihr blockieren könnt. Und bei blockierte Spieler könnt ihr dann sehen, wer blockiert ist. Ich habe jetzt halt keinen blockiert, deswegen steht da auch nichts. Aber dann gibt es noch das Pay-System. Leider ist gerade keiner online. Keine Ahnung, warum das auf Englisch ist und da steht Money Transfer. Das Add-on ist übrigens von meinem Freund, den lieben Dercoda, gemacht worden. Alles, dieses Chat-Rank ist alles von ihm gemacht. Also schaut mal in der Videobeschreibung vorbei, lasst ein Abo auf seinen Kanal da, weil er hat gerade mal 150 Abonnenten. Ist zwar viel, aber wir können ihn ja trotzdem mal ein bisschen pushen. Also lasst bei ihm auf jeden Fall auch mal ein Abo da. Dann könnt ihr natürlich auch noch Report machen. Und zwar könnt ihr Spieler auf dem Server melden. Dann wählt ihr hier den Spieler aus und den Grund, warum ihr ihn melden möchtet. Aber auch nur melden bei einem Grund. Sonst ist es Supportausnutzung und das kann ein Warn oder auch ein Kick zur Folge haben. Und bei wiederholten Verstößen auch ein Bann. Dann könnt ihr zum Beispiel machen Bug Using, Griefing, Bauten. Ihr könnt hier halt alles sehen. Zum Beispiel Chatverhalten mal jetzt mal so. Dann steht hier, dein Report wurde vorher abgesendet und das ist halt die Nachricht, die alle Teamler kriegen. Ich habe mich natürlich jetzt selber gemeldet und ja, werde dafür jetzt auch gebannt. Das war es aber auch eigentlich mit diesem Video. Das war mein kompletter Server vorerst, wie gesagt. Es werden noch Updates auf dem Server kommen und die solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Deswegen lasst ein Abo auf meinen Kanal da, aktiviert die Glocke, lasst einen Daumen nach oben da und wir haben gerade einen Daily Key bekommen. Teilt das Video, wie gesagt, an eure Freunde, wenn die nach einem coolen Minecraft-Server suchen. Joint mein Discord zu dem Minecraft-Server, wie schon gesagt, folgt mir auf Twitter. Twitter? Nee, folgt mir auf TikTok und auf Twitch. Twitter habe ich ja gar nicht mehr. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Wie gesagt, wenn ihr einen Command-Add-on oder auch einen Seed-Vorschlag für kommende Videos habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein, bis dann und ciao!